Was geht ab, ihr Luschen da draußen, und herzlich willkommen hier zu V2.0 mit mir, Xbox Sterbel, und heute zu einem neuen Bug im Spiel Black Ops 2 Zombie-Modus Insel Alcatraz Mob of the Dead. Und zwar, ihr beginnt gleich die erste Runde, wenn ihr die Modus startet, als Geist. Nicht wiederbeleben, auf jeden Fall nicht wiederbeleben. Spiel verlassen, ohne euch wieder zu beleben. Und sobald ihr das Spiel verlassen habt, geht ihr einfach wieder auf euren Kumpel drauf, bei dem ihr vorhin noch in der Lobby wart, geht laufende Sitzung beitreten. Dann macht er natürlich hier wieder den Ladebildschirm. Und ja, natürlich kann man das auch in jeder beliebten Runde machen. Man kann es auch in der 5., 10. oder 12. Runde machen. Es geht auch in einem laufenden Spiel. Hauptsache, man ist gerade aktuell im Geistermodus. Dann müsst ihr natürlich warten, bis der Kumpel die erste Runde alleine beendet hat. So, und sobald er die erste Runde, wir überspringen das hier mal, sobald er die erste Runde über den letzten Zombie getötet hat, steigt er automatisch in die zweite Runde mit ein. Dann seid ihr halt Mensch, halt Zombie. Dann ist alles für euch, was quasi hier oben dieses Symbol hat, diesen Geistersymbol, für euch einfach eine unsichtbare Wand. Ja, ihr könnt da überall reinlaufen. Ihr seht gerade, hier ist normalerweise eine Tür. Da ist dieses Symbol drauf, das ihr eben hier links gesehen habt. Könnt ihr ganz gemütlich reinlaufen. Und ich sag euch noch, wo man überall sich dann verstecken kann. Hier ist auch normalerweise eine Tür. Das kennen viele von euch bestimmt, die das Spiel schon mal hier gespielt haben. Oder diesen Modus, diese Karte besser gesagt. Ihr könnt euch ganz gemütlich hier drin verstecken. Und da passiert euch auch nichts jetzt hier. Den Kumpel, der eine ist auch hier Geist, halb Mensch, halb Geist. Der versteckelt sich jetzt hier mal drin. Und wenn jetzt die Zombies kommen, die können nicht rein. Dann kannst du dann ganz gemütlich von drin wegfetzen. Und messern kann er die auch. Man kann sich auch von hier hinten hinstellen und gemütlich und drauf schießen. Wenn man da hinten steht, wo ich jetzt gerade stehe, dann ist man auf jeden Fall auf die sichere Seite. Da kommt kein Zombie hin. Und die werden alle automatisch hier zum Kumpel hingezogen. Und man kann es ja ganz gemütlich von hinten wegfetzen. Und man kann richtig gut Kohle machen. So, ich gehe jetzt mal hier rein und zeige euch mal, wie es aussehen würde. So, Kumpel, geh mal raus hier. Raus, raus. Stimmt schon ein. John. So. Jetzt kommt der Zombie. Und da hier eigentlich eine Tür ist, eine unsichtbare Tür, kommen die Zombies natürlich nicht rein. Man kann dann ganz gemütlich von hier aus messern, auf den Kopf schießen. Man kriegt schöne Punkte, kann die Kills machen und die Zombies können dir gar nichts tun, Junge. Leute da draußen, die können euch gar nichts tun, ihr könnt ganz gemütlich drauffetzen, ihr könnt auch die Teile einsammeln, ihr könnt immer schnell rein und rauslaufen, ohne Probleme. Sieht aus, als hätten wir uns. So, es gibt natürlich auch Nachteile bei diesem Modus. Und zwar, der erste Nachteil, ihr könnt keine Türen aufkaufen, wenn ihr halb Mensch, halb Zombie seid. Das kann dann nur der Kumpelmann, der ein reiner Mensch ist im Spiel, nur er kann die Türen aufmachen. Das ist der erste Minuspunkt. Der zweite Minuspunkt zeige ich euch gleich. Da oben ist zum Beispiel auch ein offener Platz. Da kann man aber nicht reinjumpen, das ist zu hoch. Wenn jemand so, hier raus will, weiter geht's. Ihr könnt die Barrieren zumachen. Das geht alles einwandfrei als halb Mensch, halb Geist. Alles einfach schön zumachen. Das geht. Dann könnt ihr natürlich auch schön an den Automaten gehen. Das funktioniert auch. Ihr könnt euch sogar ganz gemütlich von der Wand eine Waffe kaufen. Das funktioniert auch. So, ihr könnt sogar noch an die Kiste gehen, das funktioniert auch im halben Mensch, halb Zombie-Modus. Das ist sogar für mich eigentlich das Wichtigste gewesen, dass man das kann, aber das geht. Hier schön die Tage gesammelt und dass man die Barrieren zumacht, das habe ich euch schon gezeigt. Hier, man kann sogar an die Werkbank gehen, das funktioniert auch. Der zweite Minuspunkt und der letzte ist auch hier, man kann die Fallen nicht aktivieren. Also man kann keine Türen aufkaufen und man kann keine Fallen aktivieren. Das sind die zwei einzigsten Minuspunkte. Man kann aber auch hier hochjumpen, sage ich euch mal so, zack. Aber ihr solltet nicht nach vorne laufen, weil sobald man hier nach vorne läuft, ungefähr Reichweite von diesem Automat, keine Ahnung, dann stirbt man einfach, warum auch immer. Ich glaube, das ist ein Bug im Bug, kann man so sagen. Und wenn ihr am halb Mensch, halb Zombie-Modus seid, könnt ihr auch hier hochjumpen. Ihr müsst dafür ein bisschen Anlauf nehmen, schön in die Ecke jumpen. Und dann seid ihr schön auf die Kisten da oben. Da kommt natürlich auch kein Zombie hin. Und ihr könnt euch da oben schön verweilen, schön ein paar Kills machen und dann runtergehen, die Sachen einsammeln und dann wieder hochgehen. Das ist echt leicht, echt simpel, echt gut gemacht. Dieser Bug, ich weiß nicht, ob der geplant war oder einfach nur ein Fehler im Spiel. Aber ich finde den einfach mega. Und man kann sogar, hier der Kumpel ist kein Geist, der kommt da nicht hoch. Das kann man nur, wenn man halt Mensch, halt Geist ist. Und wenn man da oben ist, kann man wirklich von einer Ecke zum anderen springen. Ne, der Kumpel springt jetzt mal hier drauf und dann gleich mal weiter zum anderen Punkt.
Und gleich wieder zurück zu mir. Und man kann auch hier gemütlich, ganz gemütlich die Zombies wegfetzen. Und die Zombies können hier auch wieder gar nichts tun. Die tun auch den normalen Kumpel, also der normalen Mensch da unten, der Kumpel, der dann spielt, tun dir auch nichts, weil die da oben alle abgelenkt werden von dir. Man kann dann auch ganz gemütlich hier hochspringen und auf die andere Seite jumpen. Moment, ein bisschen Anlauf hier mit Schmackes und zack rüber. Da ist eine unsparbare Wand, ihr fallt schon nicht ins Wasser, keine Angst. Ja, dann gibt es hier noch in diesem Raum, ist eigentlich auch eine Tür, wo dann für euch natürlich nicht da ist. Ihr könnt einfach ganz gemütlich reinlaufen. Und dann kommen jetzt gleich wieder die Zombies und kommen wieder nicht rein. Und ihr könnt da rein, aber die Zombies nicht. Das ist auch wieder ein geiler Trick, wo man sich verstecken kann, was man als halt Mensch, halt Zombie machen kann. So, dann könnt ihr auch noch durch diese Tür gehen. Könnt ihr euch bestimmt erinnern, wenn ihr das Spiel schon mal gespielt habt. Das ist der Weg nach oben zum Dach, wo der Flieger steht, der gebaut werden muss. Und hier oben ist nochmal ein Loch. Ja. Da ist er. Der Kumpel ist kein Geist, der kann jetzt hier nicht runterfallen. Aber ich bin ja halb Mensch, halb Geist. Wenn ich jetzt hier drauf gehen würde, würde ich runterfallen. Adomir, nochmal. Freund fällt nicht. Ich gehe drüber. Bam. Fall runter. So, wenn ich mich jetzt töte, also ich töte mich jetzt selber, dann bin ich jetzt ein reiner Geist. Und wenn ich mich jetzt gleich wieder selbst belebe, dann bin ich auch wieder nur ein reiner Mensch. Also das heißt, ich habe die Geisterkräfte im Hintergrund nicht mehr. Ich kann dann die Tür nicht mehr sehen, ich kann mich dann nicht mehr verstecken und ich kann auch hier durch das Loch nicht mehr fallen. Ich sage euch gleich mal, seht ihr, der Boden ist komplett weg. Die ganzen Funktionen, die ich vorhin hatte als halb Mensch, halb Geist, die kann ich jetzt nicht mehr nutzen, die kann ich nur wie ein Sterblicher rumlaufen. Auf jeden Fall. Wenn ihr wieder Mensch seid, könnt ihr ganz gemütlich Türen aufkaufen. Zeige ich euch jetzt mal hier. Und auch wieder Fallen aktivieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mehr Bugs gibt es natürlich hier immer wieder bei uns. Und natürlich noch Easter Eggs. Das werden wir euch alles noch zeigen. Vor allem, wie ihr gesehen habt, Fallen könnt ihr auch wieder aktivieren. Einfach abonnieren, liken, kommentieren. Und wenn ihr uns dann abonniert habt, seid ihr natürlich immer gleich auf dem neuesten Stand, wenn es neue Bugs und Easter Eggs gibt. Ja, das war's hier. Ich bin jetzt wieder ein normaler Mensch. Ich bin jetzt kein Halbmensch, kein Halbgeist. Deswegen komme ich auch nirgendwo mehr durch. Das war's, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Peace and out.